Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 23. Juni, 8.29 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor und wir sind heute auf dem Niveau mehr oder weniger von gestern wieder 13.100. Ich platziere hier die Big Number und auch hier leichte Vorsicht, weil wir Big Number und Daily Pivot dicht beieinander haben, also fast identisch. Der Daily Pivot ist ja vom Vortag berechnet, Hoch-Tief-Schlusskurs durch 3, liegt bei 13,93 heute. Ich mache die Order jetzt scharf. Wir blicken auf den gestrigen Tag, auf die Blue Boxen und hier kommen wir nochmal zu den Spielregeln. Alle Blue Boxen, die kleiner sind als 30, werden getradet. Kleiner als 20 werden sogar mit erhöhtem Risiko getradet, mit 0,05. Und wir sehen gestern Abend dann hier eine 21er schön gelaufen, hier eine 27er wunderbar in den TP gelaufen, eine 18er. Und dann hatten wir dann aber auch keine mehr. Wir gehen mal auf 15 Minuten und messen mal die Trading Range von gestern ab. Wir hatten gestern 245 Punkte und wir sehen immer noch das Gap von Dienstag auf Mittwoch. Das ist hier offen. Ja, ich zeichne das hier nochmal kurz ein. Das liegt hier oben als Zielmarke dort. Und dieses Gap hier, wo mein Fadenkreuz ist, ist geschlossen. Dieses Gap hier ist auch geschlossen. Ja, wir gehen mal auf 30 Minuten, dann schauen wir uns das Bild hier mal an und sehen, das Gap hier unten bei 12,985 ist geschlossen. Also wir haben dieses Gap hier. Das ist auch geschlossen und wir haben hier oben, wie ihr seht, 13,795 auch ein Gap, was wartet zum Schließen. Diese Kurslücke hier links. Ja, das nur noch mal heute vorweg. Wir gehen wieder auf den Minutenchart und erwarten, bis die Falle hier zuschnappt. Die Vola-Boxen erscheinen ab 9 Uhr. Vola-Boxen, ja. Wollen wir mal schauen, wo die Vola-Boxen heute reinkommen, wo der Forecast ist. So, Vola-Box 13.113 habe ich hier zu 13.98. Also auch fast eine Big Number. Also alles dort auf diesem Niveau. Spannend. Gucken wir nachher mal. Und jetzt gehen wir wie jeden Morgen einmal in die Märkte rein, schauen uns mal die Wetterlage an, fangen an mit Bitcoin. Bitcoin wieder ein Stückchen zurückgelaufen, Daily vor der Zickzack-Linie. Wir sind aber halten die 20er-Marke, 20.000, 20.450 aktuell, aber wir sehen Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde seitwärts, aber auch Short, 30 Long. 15 Long, 5 Minuten auch Long. Nächster Markt, den wir hier haben, der uns reinläuft. Ethereum. Und bei Ether haben wir Daily, sind wir bei 1097. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Und jetzt gehen wir in den Dow Jones rein. 30.400, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten Long. Nächster Markt, S&P 500. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten Long. Nasdaq, Daily Short. 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten Long. Öl, Daily Short, gestern nochmal runter. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Gold, vorletzte Markt jetzt, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Short, 5 Long.
und The Good Old German Ducks auf Daily Basis. Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long, 5 Minuten Short. So, wir stehen bei 13.112. Wenn der Markt jetzt einmal in unsere Falle reinläuft, hier rechts, wird die Box aktiviert. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Und wo gehen wir hin heute? Wir haben kein Daily Pivot, deswegen nehmen wir die 50er Zone als Marke. Einmal hier und einmal müsste sie hier sein. Genau, das so die Zone, wo wir eventuell stretchen. Hier die Zone, wo wir eventuell hinlaufen können. Und wir stehen kurz vor dem Einstieg. 1,5 Punkte muss der Markt in die Box reinlaufen, dann wird die Box aktiviert. Wechseln. So, es ist 8:48 Uhr und wir haben tatsächlich hier eine kleine Box, eine 23er, und die werden wir traden mit einem Risiko von 0,14. So. Und das wird die erste Box sein. Eine Blue Box, eine 23,5er. 13.129 gehen wir long oder 13.105 gehen wir short. Guten Morgen, Jochen. Frank, guten Morgen. Noch 10 Minuten bis zum Start. So, und die Blue Box müssen wir eigentlich hier zack ausmachen. So, ich habe mal das Gewinnziel ein bisschen weiter nach vorne geschoben, denn offiziell brauchen wir 23 Punkte hier. Und es ist 8:55 Uhr. Wir sind also short im ersten Trade in der Blue Box. Dreizehn, acht, sieben, sechs und los geht's. 9 Uhr und wir sehen hier direkt die erste Wohlerbox hier auch links mit einer Big Number und The Blue Box ist in den Gewinn gelaufen. Der erste Trade des Tages und auch für uns hier, für unser Videotagebuch. Blue Box ist in den Gewinn gelaufen. Und auch hier zeichnen wir mal den Trade ein. Order History Indikator. Und jetzt geht es auch gleich zur Sache hier. Vola Box hat er mir nicht angenommen. Nochmal. Zack. Vola Box ist oben links platziert. Ich verabschiede mich bei den YouTubern. Adios. Und wir hören uns dann, wenn ihr Lust habt, morgen. Und wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns.